Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum City Bus Manager. Leute, Link in der Videobeschreibung. Echt ein geiles Game, wenn man bedenkt, dass man so ein paar Sachen beachten muss. Ich habe mich ausprobiert in den ersten beiden Folgen und heute, Leute, werden wir richtig durchstarten. Denn ich denke, ich habe einen Plan, wir werden uns ein bisschen mehr Zeit lassen und starten ein neues Unternehmen. Und zwar sind wir wie immer noch in Essen. So. Wir machen einfach Essen. So, Firmenname ist die Homa Bus AG. Ne? So, Essen. Die Homa Bus AG in Essen. Eigentlich heißt sie EWAG, ne? Aber für mich heißt sie einfach so. Wir starten. Großstadt. Hintergrund. Ach, das ist nur der Hintergrund, okay. Ja gut, ich würde sagen, was machen wir hier? Sandbox wäre auch möglich. Aber wir spielen normal. So, er lädt jetzt alle Kacheln. Beim zweiten Mal sollte es jetzt nicht so lange dauern. Je nachdem, wo er uns das jetzt platziert. Das Ganze ist immer noch Early Access. Kann auch sein, dass das ein oder andere Update sogar schon erschienen ist. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Und ich sehe gerade, dass ich Frame Drops habe. Aber gut, das müsste ich mir mal anschauen. Woran das denn nicht? Ich werde das mal kurz hier einmal korrigieren und mal kurz beobachten. Ach nee, das war alles gut. So. Ja, es dauert immer beim ersten Mal, wenn ihr den Spielstand anlegt. Der muss ja die neuen Kacheln wieder laden, die Kartendaten. Wir müssen auch diverse Hotspots im Hintergrund natürlich behalten. Und ja, dann schauen wir mal. Das heißt, die ersten beiden Folgen waren so ein bisschen zum Testen. Ihr habt auch gesehen, mein Grundstück war irgendwie nicht so wirklich gut sortiert. Ich wusste jetzt auch nicht, wie groß die einzelnen Sachen sind. Ich hätte es wieder abreißen können, hat der eine oder andere geschrieben, dann wieder neu bauen. Aber weiß ich nicht. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut hier. Nennen wir das eine einfach Preview-Version. Und jetzt geht's richtig ran ans Geld. Und wir starten nochmal neu durch. Schreibt mir auch gerne eure Meinung dazu und zu dem Spiel rein, wie ihr es findet, ne, wenn ihr es euch schon geholt habt. Guck mal, da kommt der Bus. Und dann würde ich sagen, wir wählen erstmal ein Depot. Ne? Wir können uns das Ganze hier mal angucken. Wir haben wirklich das komplette Essener Gebiet hier. Ne? Wir können auch bis Mülheim rüber später. Guck mal, hier können wir noch erweitern. Ne? Das heißt, wir könnten auch durchaus erstmal jetzt nicht unbedingt das Stadtzentrum bedienen, sondern könnten uns hier oben, ne, hier oben an der Ecke, hier zum Beispiel, können wir uns niederlassen. Ne? Hier zum Beispiel beim Stadion in Essen, ne? Bei RWE. So, das heißt, wir machen hier dementsprechend ein paar Linien und bauen uns dann hier oben erstmal ein bisschen was auf, bevor wir dann weitere Sachen machen. Denn am Stadion ist halt immer viel zu tun, ne? Da ist immer viel zu tun. Wir bauen mal unser Depot, bauen wir mal hier hin. Jo. Und dann werden wir das Netz erweitern, stetig und immer. So, WASD, ne, Kamera rotieren, Kenter, EQ, das haben wir schon gemacht. Natürlich haben wir jetzt das auch wieder hier. Und wir müssen jetzt einen Flur bauen. So. Da wir ja gelernt haben, dass manche Sachen ein bisschen besser und manche Sachen vielleicht nicht so toll funktionieren und wir ein bisschen weniger Platz haben, würde ich den Flur quasi hier so rausbauen auf die rechte Seite. Das wäre meine Idee. Ne? Hier ist nochmal die Infomeldung. Und wir werden das Ganze jetzt versuchen, ein bisschen, ja, schöner zu bauen. Was wir auch machen können, wäre die andere Variante, ne, dass wir hier den ganzen Spaß hier rausbauen mit einem Flur. Hier so einen kleinen Gang. Da kommen die Kunden natürlich nicht rein. Und das Ganze hier so an der Seite haben. Weil das fände ich zum Beispiel besser. So, Flur bauen. Ich würde sagen, wir machen den dreimal breit muss der. Ne? Wir machen den gleich mal 4. Und dann gucken wir mal weiter. So, wir bauen mal hier so einen Flur, so einen etwas größeren. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier natürlich noch die anderen Dinge auch noch mit anbinden werden. Ne? Das heißt, wir bauen ein Büro. Das Büro muss relativ groß sein, habe ich festgestellt. Das können wir hier so anbauen. Wir müssen natürlich auch eine Tür hier verbinden. So, Spiel wurde gespeichert. Wir können es am Anfang sehr viel Zeit lassen. Ne? Büro bauen wir mal hier hin. Ganz in die Ecke.
Wo haben wir es denn? Büro bauen. Zack, zack. Wir bauen gleich mal ein bisschen größer. So, natürlich muss da eine Tür rein. Das heißt, über den Flur kommt man hier hin. Ne? Was schon mal ganz gut ist. So, hier kommt die Tür. Können wir natürlich auch getönt machen. Wenn wir das wollen, wir können die auch, warte mal, wir können die eigentlich auswechseln, weil die Kunden sollen nicht sehen, dass da irgendwie was ist. Ne, guck mal, so ein bisschen getönt. Hier können wir es ruhig auflassen, weil da ist ja der Bereich. So, Büro haben wir drin. Einen Stehschreibtisch. Gut. Den bauen wir da mal rein. Wo war er denn, der Stehschreibtisch? Da ist er. So, den können wir mal drehen hier. Den bauen wir mal. Mal gucken, wir den mal hier an die Wand. So, Stehschreibtisch haben wir drin. Sehr gut. Das heißt, wir haben großzügig gebaut, haben jetzt so 192.000. Passt soweit. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Sitzmöglichkeiten hier. Sessel oder Stühle. Ich würde sagen, mal anfangen machen wir erstmal. Wir machen erstmal so ein paar Stühle hier hin. Eins, zwei, drei. Drei Stühle. So, jetzt bauen wir eine Küche. Die Küche können wir hier direkt anbauen. Die muss jetzt erstmal nicht so groß sein. Muss mindestens 4x4. Wir machen die aber trotzdem schon mal hier so ein bisschen größer. Wupp. Küchentür. Zugang haben wir. Ein Kühlschrank und ein Getränkeautomat. Ist jetzt nicht die Welt. Und dann brauchen wir noch einen Kühlschrank. Den bauen wir mal hier hin. Vielleicht auch noch einen Mülleimer. So ein bisschen dekomäßig. Können wir später auch noch machen. So, Badezimmer brauchen wir natürlich auch. Das Badezimmer sollte natürlich auch über den Flur zugänglich sein. Das können wir hier nebenan packen. Wir machen mal 3x3 hier zwischen. Wo haben wir es? Badezimmer. Sehr schön. 3x3. Brauchen wir auch schon mal ein bisschen größer, falls wir es immer mal ausbauen müssen, ne? Das ist halt immer so die Sache, ne? Eine getönte Tür, würde ich sagen. Eine Toilette muss da rein. So, haben wir erstmal fertig, ne? So, jetzt müssen wir das Service Center noch einrichten. Guck mal, es wirkt schon viel, viel schöner, als wir es beim ersten Mal aufgebaut haben. Und hier können wir dann noch was anderes anbauen, ne? Gucken wir mal. Service Center ausstatten. Das heißt, wir brauchen hier im Service Center auf jeden Fall erstmal so einen Service-Schalter. Den Service-Schalter müssen wir auch auf jeden Fall auch aktiv schalten. Das ist uns auch schon aufgefallen. Guck mal, das können wir hier hinbauen. Und dann brauchen wir Sitzmöglichkeiten. Ich würde sagen, dann nehmen wir auch mal Sessel für unsere Kunden. 1, 2, 3, 4, 5 Sesselchen. Vielleicht noch eine kleine Pflanze. Wobei, das können wir später machen, ne? Aquarium, was kostet denn das? 100. Schick. Eine Pflanze groß, vielleicht noch ein bisschen. Bisschen Pflanzen hier rein, damit das ein bisschen schicker aussieht. Was haben wir denn noch? Pflanze groß 2. Gibt es hier auch noch sowas wie... Ich guck mal kurz. Ne, so Versorgung für die Leute gibt es nicht, ne? Schade eigentlich. So, deine ersten Busse. Platziere 2 Stellflächen. Gut. Ich will mal kurz gucken, dass wir direkt vielleicht mittlere holen. Mittel. Können wir direkt 2 hier platzieren? 1? Nee, guck mal, das passt schon wieder nicht. Das ist ja echt belastend, ne? Wir bauen nochmal eine Straße hier. Das heißt, die könnten wir hier parken, ne? Da geht zum Beispiel nichts. Aber könnte ich denn auf der anderen Seite... Ne, guck mal, hier kann ich... Die Straße muss immer so angebunden sein. Guck mal, kleinen und großen. Ich würde direkt mit dem mittleren diesmal beginnen. Dann haben wir nämlich... Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Hä? Ach, ich habe nicht weit genug rübergezogen. Okay. So, 2 Parkplätze. Die kosten ja nicht so viel, ne? Was geht? 3. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich hier noch einen kleinen hinpacken. Wenn ich den jetzt... Wieso? Ach, die Straße geht nur so, ne? Gut, wir können auch später, glaube ich, unser Grundstück noch erweitern. Okay, ich baue das nochmal ein bisschen weiter höher hier. Damit wir hier die Möglichkeit haben, die Stellplätze später zu erweitern, ne?
Aber hier ist halt totes Gebiet. Das ist echt schade. Aber vielleicht können wir noch was anderes platzieren. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt 2 Busse kaufen. Aber wir müssen ja keine neuen Busse kaufen. Wir könnten auch ältere kaufen. Wir gehen auf den Marktplatz. Gebraucht. Die Zustände sollten relativ okay sein. Ne? Guck mal, wir könnten diese Zitos nehmen. Was mir so fehlt, sind noch so ein paar Informationen zu dem ganzen Ding an. Ne? Der kostet 10. Was kosten die denn neu? Das lohnt sich ja gar nicht. Guck mal. 13. Der kostet 12,5. Zustand. 38 Fahrgäste. Passen hier rein. 38. 30. 10,7. Sind natürlich günstiger, aber ich würde sagen, wir nehmen die Zitos hier. Den. Lichtklimaanlage, Motor. Ah, Router sogar. Scheibenwischer. Sehr cool. Okay. Da ist die Reichweite, ne? Guck mal, der fährt sogar ein bisschen länger. Zustand. Ach komm, wir kaufen die direkt neu. Guck mal, wir haben 181.000. Müssen wir den anderen Sachen ein bisschen sparen noch, aber gut. Guck mal, 460 Kilometer. So. Benötigter Stellplatz, klein. Ach guck mal, wäre sogar klein. Das heißt, Mittel würde gar nicht gehen. Ah doch, eigentlich schon, oder? Kaufen. Kann man die Farben auch speichern? Das würde mich mal interessieren. Guck mal, wir nehmen jetzt mal hier so dieses typische Gelb. Yes. So. Farbe, Größe. Ah, wir können auch hier die Radierer. Wir können auch hier so Symbole machen, ne? Wo können wir die denn setzen? Ah, guck mal, die können wir sogar frei platzieren hier. Das ist ja auch cool. So Wolken und so weiter. Ne, wollen wir nicht. Okay. Dachfarbe könnten wir in schwarz machen, ne? Wenn wir die in schwarz machen. Oh, guck mal, sieht sogar richtig gut aus. Das heißt, wir machen das mal hier ganz rechts. Speichern. Name. Homer Bus AG 1. So, lokal speichern. Wir können es auch uploaden auf dem Workshop. Speichern. So, laden. Lokale suchen. Ach, guck mal, hat er gespeichert. Sehr gut. Das heißt, wenn wir den jetzt anwenden, haben wir einen Bus gekauft. Da kommt er. Ach, guck mal, der geht sogar auf den mittleren. Sehr gut. Das heißt, wir kaufen uns noch einen zweiten Bus und vielleicht als Verstärker noch einen kleinen Sprinter. Hm, mal sehen. So, den kaufen, laden, Vorlage, bam, anwenden, kaufen. Das ist ja super. Komm, da ist der zweite Bus. Sehr schön. Gut, wir brauchen insgesamt 6 Spinde in einer Halle. Das heißt, wir könnten den Flur vielleicht hier noch erweitern. Das wäre echt eine Überlegung, ne? Warte mal. Flur bauen. Den Flur vielleicht hier noch erweitern. Guck mal. Das heißt, da haben wir hier noch einen Flur. Wir können auch Sitzmöglichkeiten dahin packen. Und würden dann hier... Ah, warte mal, das reißen wir nochmal kurz ab. Weil das bringt halt gar nichts. Wir könnten jetzt hier hinten vielleicht die Spinde bauen oder wie machen wir das? Ich weiß es noch nicht. Eine Halle. Eine Halle ist dafür da, um eine Hebebühne zu bauen und so weiter und so fort. Ne? Die Frage ist, wie groß muss die Halle sein? Oder muss ich die Halle jetzt... eine Hebebühne? Brauche ich eine Waschanlage? Das kommt ja gleich. Ah, kostet auch wieder aber nicht Geld. Ich baue erstmal so eine kleine Halle hier. Die muss ja erstmal nicht so groß sein, ne? Schwupp. So, Tür rein, Spinde rein. Sechs Spinde haben wir platziert. Wir machen mal gleich noch ein paar mehr. Es sieht jetzt noch nicht so originell aus, aber ich denke, wir bekommen das hin. So, da müssen wir Personal einstellen. Ich schaue mal kurz. Personal.
Wir brauchen erstmal, ich würde sagen, Busfahrer. Die fahren in Schichten, ne? Guck mal, der ist sehr freundlich. 14 Euro, ja. Einmal. Und er ist nicht so freundlich. Nimmt aber, komm. Egal, ob der freundlich ist oder nicht. So, ein Mechaniker. Der ist sehr zuverlässig, aber nicht freundlich. Er muss ja nicht freundlich zu den Leuten sein. Das ist ein Azubi. Alan Stemmer. Ah ja, wer kennt ihn nicht? Hier. Inga Bickel. Wird eingestellt. Tipptopp. So, Forscherin brauchen wir auch. Und zwar die Edlind Holtkamp. Das ist unser Mann. Und, ne? Am Wischmopp. Miles Weißer. Und noch ein Service-Mitarbeiter. Da nehmen wir. Wen haben wir denn da? Am Pult. Freundlich, zuverlässig. Ja, wir brauchen freundliche Leute, ne? Aber zuverlässig ist halt auch wichtig. Wir nehmen die hier. Ne, den hier. Noahim Pittmann. Azubi. Vom Beruf. So, das haben wir fertig. Sehr schön. Das heißt, wir müssen eine Tankstelle bauen. Die Frage ist, wo muss die Tankstelle angebunden werden? Ich mache mal kurz Pause. Die kosten ja alle Geld, ne? So, die rennen jetzt hier rum. Das ist für mich erstmal soweit okay. Was wir in der Zeit schon mal machen könnten, wäre Forschung, dass wir hier diese Forschung starten, damit wir den Solobus dann irgendwann haben, ne? Es sind ein bisschen mehr Plätze. Wir bauen uns eine Tankstelle. Oder was ist hier? Eine Straße, Waschanlage, Tankstelle, ne? Die muss. Ach, guck mal, die muss hier an einer Straße gebaut werden, ne? Die Frage ist, macht das Sinn, die hier zu bauen? Oder bauen wir die Straße bis oben durch? Ich würde sagen, wir bauen erstmal die Straße bis oben durch. Kostet ja nicht so viel, ne? Es geht, guck mal, da haben wir das nämlich schon mal erweitert. Und die Tankstelle packen wir komplett hier oben hin. So. Platziere eine Waschanlage. Eine Waschanlage, die große kostet 16.000. Und die ist klein. Das macht 3.000 Unterschied. Guck mal. Die könnten wir hier hinbauen, die Waschanlage. Oder können wir die auch hier hinbauen? Ach, guck mal, aber sogar Anbindung hier an die Halle. Das ist gut. Guck mal, direkte Anbindung. Finde ich gut. Eine Hebebühne Standards. Die können wir, glaube ich, auch hier hinbauen, ne? Standard, die wird aber. Ah, warte mal. Wir brauchen nur die kleine, ne? Guck mal, haben wir erweitert. Guck mal, sieht schon viel geordneter aus, ne? Klar, wir haben jetzt hier drei Parkplätze, da können wir hier noch ein bisschen was bauen. Wir könnten hier noch eine Straße bauen. Gucken wir mal weiter. Jetzt brauchen wir noch einen kleinen Lagerraum. Den Lagerraum könnten wir hier so hinbauen. Guck mal. Sehr gut. Sieht doch schon viel besser aus. Das heißt, wir können jetzt hier den Lagerraum bauen. So. Da haben wir sogar noch ein bisschen mehr Platz, ne? Ha. Da kommt hier eine Tür rein. Und dann bauen wir hier die Lagerregale rein. Das heißt, wenn wir Ersatzteile benötigen, sind wir da schon mal gut aufgestellt. So, jetzt müssen wir die erste Linie erstellen. Und dann haben wir richtig gute Sachen geleistet, ne? Und so sieht das Ganze aus mit unserem neuen Büro. Ich finde das echt klasse. Guck mal. Tipptopp. Das passt. Jetzt gehen wir noch auf die erste Linie. Fahrplan bearbeiten. Hier kannst du Linien erstellen und so weiter und so fort. Bedeutet, wir gehen mal hier drauf. Und gucken dann hier oben, dass wir eine Strecke gründen. So, wir haben natürlich das Stadion Essen hier, ne? Von RWE. Wir werden direkt einsetzen, würde ich behaupten. Guck mal, wir haben Lidl hier zum Beispiel. Einkaufsmeile. Wir haben Cafés hier, McDonald's und so weiter. Wir starten direkt hier bei uns im Ort, ne? Also ich würde sagen, hier geht's los. Gibt's auch Autokino, auch sehr beliebt. Dass wir hier starten. Dann vielleicht hier oben reinfahren. Was haben wir hier oben noch? Ausbildungszentrum, guck mal, für Bauindustrie. Das wäre auch schon mal cool. Linien, neue Linie. So, guck mal, wir können die ganzen Sachen hier freischalten, ne? Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier unsere eigene Linie, ne? Linie 1, ich lasse die jetzt auch einfach mal so vom Namen her.
Du musst zwei Haltestellen hinzufügen. So, wir machen erstmal eine kleine Tour, die wir bedienen. Guck mal, jetzt haben wir natürlich hier die ganzen Haltestellen und können uns schon ein bisschen orientieren, wo es denn eigentlich lang geht. Ich würde sagen, wir starten hier am Depot. Dann fahren wir hier hin. Dann geht es weiter, dass wir... ich würde sagen, Stadion nehmen wir auf Rückweg mit, ne? Ja. Dass wir hier hinfahren. Dann dorthin. Dorthin. Dann haben wir... Guck mal, nehmen wir den Punkt hier noch mit. Ich würde sagen, hier. Da. Da war das Stadion. Hier kommen wir nicht rüber. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, wir machen hier einen Halt. Das ist eine eigene Straße. Und ihr könnt auch wirklich ranzoomen und ihr könnt auch eure Straße sehen und so. Und das ist echt wirklich toll gemacht, muss ich sagen. So, dann fahren wir hier rein. Dann fahren wir hier hin. Dorthin. Dorthin. Stadion Essen. Ich würde sagen hier, ne? Hafenstraße. Ja. Oder, ne, hier. Da fahren wir hin. Oder wir machen hier auch einen Halt. Warte mal. Wir machen hier einen Halt. Fahren dann hier hin. Und dann dahin. So, Linie ist fertig. Guck mal, das ist der Intervall. Wenn wir ihn dann so einstellen, Busaufkommen 15 bis 40 Leute. Ist okay. Ne? Fürs Erste. Man kann das Ganze natürlich nochmal anpassen. Ich würde sagen, wir fahren dennoch alle 45 Minuten. In den Hauptintervallen, wenn wir uns das hier mal angucken, alle 20 Minuten. Oder wir machen alle 40 Minuten. Ah, machen alle 30 und dann alle 20. Passt das? Ja. 5 bis 25. Das wird sogar passen fast. Bestätigen. So. Das heißt, die erste Linie sind wir fertig. Wir müssen mal die Schicht zuweisen. So. Einmal. Und zweimal. Ja. Haben wir alle zugewiesen. Und wie es funktionieren wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich. Ne? Schreibt mir mal gerne eure Meinung, ob ihr das jetzt hier besser findet als beim ersten Mal. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.